Rettungshundestaffel, Schulsanitäter oder Charity. Der Kreisverband Göppingen des DRK war in den vergangenen 12 Monaten in den verschiedensten Bereichen aktiv. Los ging es im September mit einem Großalarm in Kuchen. Im Kinder- und Jugendtreff in der Gottfried-von-Spitzenberg-Schule ist ein Feuer ausgebrochen. Weder die Zahl der Verletzten noch die Brandursache ist bekannt. Klar ist allerdings, es muss schnell gehen. Kurz nach Ertönen der Sirene treffen auch schon die ersten Rettungskräfte am Unglücksort ein. Während das weitere Vorgehen besprochen wird, macht sich das Rote Kreuz schon bereit. Innerhalb kürzester Zeit hat die Jugendfeuerwehr alles Nötige vorbereitet. Das verrauchte Gebäude wird betreten, der Brandherd befindet sich im Keller. Nach wenigen Schritten sieht man die Hand nicht mehr vor Augen. Schnell wird klar, es gibt Verletzte. Die müssen schnell befreit werden. Über die enge Treppe geht es wieder nach oben. Hier übernimmt die Jugendsanitätsgruppe des DRK aus Geislingen die Behandlung der Verletzten. Das alles geschieht unter den Augen zahlreicher Schaulustiger. Aber keine Angst, das alles ist nur eine Übung. Die 24-Stunden-Übung der Jugendsanitätsgruppe Geislingen. Wir haben gestern um 15 Uhr angefangen und sind jetzt eben um 15 Uhr hier in Kuchen mit unserer 24-Stunden-Übung zu Ende. Haben 24 Stunden miteinander verbracht mit unserer Jugendsanitätsgruppe, die aus 10 Jugendsanitätern besteht, die wir jetzt ein halbes Jahr darauf vorbereitet haben, die Übung durchzuführen. Eben mit bei der Übung dabei war die Jugendfeuerwehr Kuchen, die uns tatkräftig bei 2 Einsätzen unterstützt hatten. Schon vorher probten die Jugendsanitäter verschiedene Einsatzszenarien, etwa auf der Burgruine Helfenstein bei Geislingen. Ein weiterer Einsatz führte mitten in die Stadt zu einem Unfall auf einer Halfpipe. Mit der großen gemeinsamen Schauübung fand der Übungsmarathon am Sonntag in Kuchen seinen Abschluss. Damit auch alles möglichst realistisch wirkte, wurden zahlreiche Statisten aus den eigenen Reihen geschminkt und auf die Simulation vorbereitet. Die Verletzungen mussten dabei täuschend echt aussehen. Im Gesamtüberblick hatten wir jetzt viele internistische, chirurgische, medizinische Notfälle, die wir behandelt haben in den 24 Stunden, aber hatten auch eben ganz viel Sport und Spaß mit dabei. Und uns war es eben ganz wichtig, dass die Jugendarbeit gefördert wird und auch die Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr, mit Kuchen, dass es gut klappt. Und das hat es dann auch. Der Brand war gelöscht, das Gebäude vom Rauch befreit. Auch die Verletzten waren versorgt. Sowohl die Jugendfeuerwehr als auch die Nachwuchssanitäter haben Nerven aus Stahl bewiesen. Ein solcher professioneller Auftritt verdient Anerkennung. Die gab es dann auch vom Bürgermeister Bernd Rösner und den zahlreichen Besuchern. Die Übung verfolgt gleich 2 Ziele. Zum einen soll sie den vielseitigen Einsatzalltag des Deutschen Roten Kreuzes zeigen und gleichzeitig Nachwuchs für den aktiven Einsatzdienst anwerben. Denn die Jugendsanitäter sind immer auf der Suche nach Unterstützung. Eines hat die Übung aber definitiv gezeigt: Bei diesen Nachwuchsrettern ist man in guten Händen. In guten Händen waren auch die Besucher des DRK Seniorenzentrums in Geislingen. Beim Tag der offenen Tür in dem seit August eröffneten Seniorenzentrum konnten Besucher einen abwechslungsreichen und informativen Nachmittag erleben. Los ging es im Außenbereich, wo Interessierte mal einen Blick in einen Rettungswagen werfen konnten. Wer mochte, durfte auch das Glücksrad drehen und dabei schöne Preise abstauben. Innen konnte man einen kleinen Abstecher in die Cafeteria machen oder einige der schon bezugsfertigen Räumlichkeiten besichtigen. Das DRK Seniorenzentrum verfügt über insgesamt 14 Seniorenwohnungen und 64 Pflegeplätze. Die Seniorenwohnungen sind alle vergeben, die Pflegeplätze sind mittlerweile zu 2/3 belegt. Im 2. Stock führten die Therapiehunde des DRK ihre vielen Talente vor. Zum Beispiel beim Erschnüffeln von Rosinen oder als praktische Haushaltshelfer, wie hier beim Wäscheabhängen. Sogar Socken ausziehen war für die sympathischen Fellknäule kein Problem. Eine schöne Aussicht in Richtung Tegelberg, das Ganze noch versüßt mit einem alkoholfreien Drink. Das bot als krönender Abschluss der Blick von der Dachterrasse. Viel zu erleben gab es auch beim Göppinger Weinfest mit verkaufsoffenen Sonntag. Eine Kulisse wie im Hochsommer lockte tausende Menschen in die City. Der Stand des DRK war gut besucht. Täuschend echt wirkende Verletzungen und erste Hilfe bei einem Teddy-Notfall. Hier lernen die jungen Teilnehmer fürs Leben. Dabei kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz. Der Bär war heute so oft schon verletzt, aber wurde von den Kindern so toll fachgerecht versorgt, dass es nur noch Spaß macht. Und dabei haben die Besucher auch noch etwas gelernt. Gelernt haben auch wieder viele Schüler vom DRK. Einmal im Jahr findet der DRK Schulsanitätstag statt. Dieses Mal im Geislinger Helfenstein-Gymnasium. An insgesamt 6 Stationen warteten auf die Schüler des DRK Schulsanitätsdienst zahlreiche Aufgaben, die es professionell zu bewältigen galt. Schwerpunktthema in diesem Jahr: Alarm. Darunter verstehen wir, dass die Schüler eine
Person schminken müssen, die was eine Verletzung hat. Danach gibt es ein Unfallszenario, wo die andere Gruppe den Schüler verärzten muss und danach aus dem Gebäude bringen muss und dem Rettungsdienst übergeben muss. Viel Liebe steckte im Detail, denn alles sollte möglichst realistisch wirken. Wie bei einem echten Notfallszenario mussten die Jugendsanitäter Nerven bewahren. Denn Einsätze wie dieser können jederzeit auf sie zukommen. In der Schule hat sich jemand verletzt, es muss der Rettungsdienst verständigt werden, die setzt den richtigen roten Notruf ab. Da war sie abgefragt, dann kommt der Rettungswagen mit Blaulicht hier auf den Schulhof gefahren und die Schulsanitäter müssen dann im Rettungsdienstpersonal den Verletzten übergeben. Und da gehören einfach bestimmte Dinge dazu, dass man sagt, was ist denn passiert, wie ist der Zustand vom Patienten im Augenblick und sowas. Und das ist sehr praxisnah, weil das ja eigentlich fast täglich in der Schule irgendwo passiert. Und dabei bewiesen die Kids, dass sie auf Notfälle bestens vorbereitet sind. Sogar besser als so manche Erwachsener. Aber was bewegt junge Menschen dazu, sich im Schulsanitätsdienst zu engagieren? Ich bin bei den Schulsanitätern, weil es mir Spaß macht, Menschen zu helfen. Ich bin schon 2 Jahre bei der Jugendsanitätsgruppe in Geislingen, weil es mir Spaß macht, Leuten zu helfen und es mir auch das Gefühl gibt, einfach ein gutes Gefühl, Leuten zu helfen und sozial engagiert zu sein. Neben wichtigen Abläufen bei der Personenrettung eigneten sich die Sanitäter auch viel technisches Wissen an, damit im Ernstfall nicht schief geht. Welches Equipment kommt mit dem Rettungswagen? Was muss ich vor allem beim Notruf beachten, damit ich genug Personal und Material zur Verfügung gestellt bekomme? Was ist speziell am Rettungswagen? Welche Hilfsmittel kann man zusätzlich noch nutzen, um Patienten zu transportieren oder zu versorgen? Doch das Rote Kreuz hat noch weitaus mehr zu bieten. Wie etwa diese niedlichen Therapiehunde, die jeder sofort ins Herz schließt. Königspudel Baro und Trainerin Ulrike Reinker zeigten, was für ein eingespieltes Team sie sind. Er nimmt die Leute halt so, wie sie sind. Und die alten Menschen werden oft an ihre eigenen Haustiere erinnert und freuen sich dann, die Tiere zu sehen, zu streicheln, anzufassen, sie mit Leckereien zu verwöhnen und einfach, dass sie da sind. Das bringt oft schon so viel, dass jemand, der so nicht mehr spricht verständlich, dass der wirklich dahergeht und den Hund streichelt und sagt, was bist du, ein schöner Hund. Selbst nach Monaten, wo man kein Wort verstanden hat, passiert sowas. Und das sind die tollen Momente. Und solche tollen Momente gab es beim DRK Schulsanitätstag reichlich. Und der konnte sogar ein kleines Jubiläum feiern. Seit 10 Jahren stellen Schüler ihre Professionalität unter Beweis. Für den Ernstfall sind sie bestens gewappnet. Für den Ernstfall gewappnet ist auch Sammer. Die 7-jährige Harzer Fuchsdame hat am 1. Advent das weiträumige Abrissgelände vor der Göppinger Klinik am Eichert besucht. Doch Sammer kam nicht allein, nein. Sie hat ein ganzes Team von Spezialisten mitgebracht und natürlich deren Herrchen und Frauchen. Sie alle sind Teil der DRK-Rettungshundestaffel. Ihr Auftrag? Leben retten. Die Überreste der abgerissenen alten Personalwohnungen boten für die vierbeinigen Helden ideale Trainingsbedingungen. Also unsere Aufgabe besteht darin, dass wir Personen, vermisste Personen suchen. Heißt hier wie im Trümmergelände, es ist was eingestürzt. Wir kommen mit den Hunden und suchen die ganze Fläche ab, bis die Person gefunden wurde oder die Personen gefunden wurden. Der andere Teil ist zum Beispiel die Flächensuche, wo wir vermisste Personen im Wald suchen. Oder zum Beispiel der Mentrailer dann, wo der Spur hinterhergeht bis zum Waldstück. Und dann kommen die Flächenhunde dazu und suchen das Waldstück ab. Wie der Einsatz im Trümmergelände aussieht, demonstrierte Labrador Retriever Bones. Seiner geschulten Nase blieb nichts verborgen und so war es für den erfahrenen Routinier auch keine große Herausforderung, die Vermisste aufzuspüren. Dafür gab es dann auch eine wohlverdiente Belohnung. Unterdessen machte sich Sammer bereit für ihren großen Auftritt. Mit der Kamera auf dem Rücken ging es für sie auf anderes Terrain. Über Stock und Stein führte ihre Vermisstensuche. Und es dauerte nicht lange, bis sie fündig wurde. Lautstark zeigte sie den Fundort an. Gefunden hat sie Christina Laferie. Die gelernte Versicherungskauffrau ist stolze Besitzerin von Simba, einen wunderschönen 8 Jahre alten Entlebucher Sennenhund. Der gab wenig später selbst eine bilderbuchgleiche Leistung zum Besten. Überhaupt ist er der ideale Vertreter seiner Spezies, geradezu zum Rettungshund geboren. Man sagt immer, die Hunde sollten mittelgroß sein, sie sollten mit irgendwas bestätigt werden können. Also sie sollten entweder gern fressen, gern spielen. Es gibt auch Hunde, die werden mit Streicheln bestätigt. Also irgendwie muss der Hund halt was ganz toll finden. Und
ansonsten als Person, man sollte etwas sportlich aktiv sein, wie man ja hier sieht in diesem Gelände. Sportlich sollte er also auch sein, der ideale Hundeführer. Doch was treibt Mensch und Hund dazu, sich sogar am Adventswochenende der Witterung auszusetzen? Ich bin alleinerziehend, meine Kinder sind groß geworden, haben die Mama nicht mehr wirklich gebraucht. Und dann habe ich mir nach einem Hobby umgeguckt. Meine kleine Tochter, also jüngere Tochter, die hat schon Agility mit ihrem Terrier gemacht. Und dann habe ich gesagt, es ist ein bisschen sinnfrei, macht zwar Spaß, Bewegung für das Kind, aber ich will was mit Sinn haben. Ich habe schon oft die Rettungshundestaffel in Esslingen gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich gucke mal, wer für mich so in Frage kommt, was man da machen muss. Und dann habe ich mir das 3 Monate lang angeguckt und habe mir dann meinen Hund gekauft. Gesagt, getan, und so kam sie zur Labradorhündin Chocolate. Ihre Begeisterung für die Rettungshundestaffel ist sogar schon auf die nächste Generation übergesprungen. Meine jüngere Tochter hat sich das dann auch mit angeguckt und hat gesagt, boah, das gefällt ihr auch. Hat es versucht mit dem Red Terrier, aber der war zu alt schon, das konnte man nicht mehr. Daraufhin ist sie hingegangen, hat ihr Fagott verkauft, hat ihr Konfirmationsgeld genommen, hat sich ein Labby gekauft und ist heute mit mir zusammen in der Rettungshundestaffel tätig. Und deswegen ist von mir von Vorteil, jetzt müssen alle langsam heim zum ersten Advent in die Familie. Ich habe meine Familie dabei, da sitzt jetzt niemand, der drängelt. Wir haben alle Zeit der Welt. Es gehört schon einiges dazu, sich Woche für Woche, egal bei welchem Wetter, im Freien auf den Ernst 2 vorzubereiten. Doch regelmäßiges Training ist unerlässlich und kann Leben retten. Die Spezialisten der Göppinger DRK-Rettungshundestaffel haben sich am ersten Advent bestens auf ihre Einsätze vorbereitet. Vorbereitet war man auch in Geislingen. Dort schallte rhythmische Musik aus den Lautsprechern, die Teilnehmer sangen laut mit und bewegten sich im Fluss der Melodie. Man konnte fast schon meinen, das Zumba-Fieber hat den Landkreis erreicht. Moves for Charity 2.0 verwandelte die Geislinger Jahnhalle in eine große Tanzfläche. Organisiert wurde das Charity-Event vom DRK Geislingen im Rahmen einer großen Spendenaktion der Geislinger Zeitung. Für das DRK war das Event nicht nur deshalb etwas ganz Besonderes. Zum zweiten Mal nach 2016 begab man sich nämlich in bis dato weitgehend unbekannte Zumba-Gefilde. Erste-Hilfe-Kurse müssen die Leute sowieso machen. Verbandskästen prüfen hat man auch schon mal gehabt. Machen wir mal ganz was Neues. Und aufgrund der Tatsache, dass ich halt einfach viele Bekannte habe, die dann auch Zumba selbst machen, ja, oder meine Ehefrau, die als Zumba-Trainerin unterwegs ist, war der Gedanke eigentlich dann nahe, einfach ein Charity-Event mit Zumba zu machen. Die erfahrenen Zumba-Instruktoren aus dem Umkreis Geislingen-Ulm heizen den Teilnehmern für etwas mehr als 3 Stunden ordentlich ein. Für die motivierten Zumba-Fans, die bei den Einheiten mitmachten, gab es neben viel sportlicher Aktivität natürlich auch ausreichend Möglichkeiten zur Stärkung zwischendrin. Ein Obstbuffet, gesunde Smoothies, Kaffee und Kuchen lockten. Für die zahlreichen Teilnehmer war also gesorgt. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben, ich denke mal, ähnlich wie vor 3 Jahren, knapp so 120 bis 130 Teilnehmer hier in der Jahnhalle gehabt. Da sind wir super zufrieden. Man hat auch gesehen, die Jahnhalle war voll bis ins letzte Eck rein. Und es war alles toll. So war das Event für das DRK ein voller Erfolg, das neben viel Lob für eine toll organisierte Veranstaltung auch einiges an Spendengeldern sammeln konnte. Und auch bei der bereits 11. Auflage der Gesundheits- und Wellnessmesse VitaWell im Göppinger Stauferpark war das DRK wieder dabei und präsentierte sich vielfältig und informativ. Gesundheit kommt eben nicht aus der Mode. Mit viel positiver Resonanz war es wieder ein erfolgreiches Jahr für das Deutsche Rote Kreuz.